Knacksacke Deluxe haben. Shalom. Mahlzeit, Freunde. Na, Hauptsache die Haare liegen, wa? So. Es gibt News. Eigentlich ganz viele sogar. Man weiß ja gar nicht, wo man da anfangen soll. Nehmen wir erstmal den Sonnenbanktester. Der tatsächlich der Spruch der letzten Woche, der das absolute Highlight, mein persönliches Highlight ist gewesen. Er hat eine Überdosis UV-Strahlen und explodiert jetzt. Wie kann man sich auch auf... Der ist in eine Eisdiele gegangen, letzten Monat, wo es so warm gewesen ist, oder vorletzten, ist er in eine Eisdiele gepilgert und hat seine Stepp-Winterjacke angehabt und hat sich beschwert, dass das so warm ist. Okay. Jetzt hat er so eine Angstphobie, so eine Angstneurose entwickelt, dass ihm irgendwelche Leute auflauern würden. Kann natürlich passieren, ne? Hast ja auch genug auf den Sack getreten. Und jetzt will er nicht raus die ganze Zeit. Außer zum Essen. Eben schnell Tür aufmachen, Essen rein, Lieferant wieder. So. Und jetzt ist ihm eingefallen. Scheiße, die anderen sind ja alle ganz braun. Ich sehe aus wie so eine Kalkleiste. Ich will auch braun sein. Ja. Dreimal High-End-Turbo-Bräuner. Natürlich wurde er nicht beraten. Natürlich gibt es jetzt mindestens wieder eine Klage von 10.000 Euro. Minimum. Das ist so ähnlich wie auf Hate und Mobbing bei Facebook, wenn du so Hate und Mobbing-Opfer bist und 4 Wochen dein Kanal weg ist, dann kannst du da Urlaubsgeld beantragen und Schadenersatz. Sein Anwalt hat da nur einmal hingeschrieben, wurde sofort alles genehmigt, ne? Der kommt ja immer nur mit so Klöpsen. Andere Leute brauchen irgendwie ein halbes Jahr, um Facebook zu verklagen. Die brauchen ja schon mal 4 Wochen, um rauszukriegen, wo sie die Post hinschicken müssen. Aber der kann alles, sofort war alles fertig, ne? Ratzfatz, alles erledigt, ne? Kirsche hat sie wieder alle weggeknallt mit einem selbstgeschriebenen Brief. Und der ist ja für seine Grammatik und für seine Sprüche ist der bekannt. Da werden die in Irland aber Augen machen, ne? Auf jeden Fall ist er jetzt wahrscheinlich auch ein Beratungsopfer von diesem Solarium. Nein, man hat ihn nicht mit Gewalt davon abgehalten. Man hat ihm aber mit Sicherheit gesagt, lassen Sie das bleiben. Fangen Sie mal klein an. Aber nein, es musste ja die Turbobräune sein. Hat ja auch funktioniert. Ne? Oberste Hautschicht einmal weggebrutzelt, ne? Wie beim Hähnchen, schön knusprig. Lecker. Nom, 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 nom. Junge. So. Das war die Geschichte. Dann habe ich ja heute Nacht schon ein interessantes Kurzvideo gebastelt. Da geht es darum, der jallert ja wieder rum, ne? Ja, alle Hater. Anzeige ist raus und wen er alles angezeigt hat, du musst aber auch die Post mal wegschicken, weil hier, ne? Hier ist nämlich bis jetzt auch noch nichts angekommen. Ich würde mich übrigens darauf freuen, wie gesagt, diese Aktion mit dir lasse ich hier scheppern. Wir treffen uns vor Gericht. Wenn das irgendwie möglich ist, ich werde alles tun, dass das so kommt. Und dann gibt's hier auf dem Fallobst-Propagandasender ordentlich Lefka. Da kannst du schon mal die Uhr nachstellen. Da kannst du dir direkt einen Termin eintragen. Und dagegen ist das, was der Herr DLP mit dir gemacht hat, ein Scheißdreck, mein Freund. So. DLP hilf war die letzte Nachricht von heute Nacht. Er soll helfen. Also DLP hat Angst vor mir. Ja, ich vermute, das könnte tatsächlich so sein. Oder der ist ziemlich schlau, dass er sagt, nee, das ist nicht gut, sich mit dem alten Knacksack hier anzulegen. Der ist zwar ein bisschen irre, in seiner kleinen Schattenwelt ist er auch bestimmt der Meinung, dass der High-End über mir steht. Aber in meiner Schattenwelt sieht es so aus, dass ich da... Ne, so. Die Menschen sehen immer nur klein aus. Für die, die nicht selber fliegen können. So sieht das aus. Also DLP soll auf jeden Fall helfen, Rettungsaktion. Denn unser kleiner Kirsche ist scheinbar relativ ratlos. Sein ja, wie heißt denn das jetzt? Integrationsteam? Kirsche, was ist da eigentlich los gewesen? War das jetzt eine Maßnahme vom Arbeitsamt, wo du gekündigt hast? Oder war das eine Vorstellung? Ich werde da nicht ganz schlau raus. Viele werden da übrigens nicht ganz schlau aus, aber spielt auch keine Rolle. Es geht ja hier nicht darum, schlau zu sein.
Fatih muss mal kurz eine Zigarette montieren. Ich bin sofort wieder da. Keiner verlässt den Saal. So, mit einer hübschen Kippe auf der Kralle geht's doch. Wir sind ja nicht auf TikTok, ne? Der soll helfen. DLP hilft, DLP hilft. Ich habe beim DLP sowieso ein bisschen das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Bei den anderen Vögeln übrigens auch nicht. Die sind doch sehr sparsam geworden, was ihre, zumindest YouTube-Aktivitäten da betrifft. Siv Bull jallert so ein bisschen rum. Ich meine, auf TikTok habe ich die mal irgendwo gesehen. Die sind ja jetzt alle der Meinung, dass sie da irgendwelche Matches machen wollen und da irgendwie ganz schnell an ganz viel Geld kommen. Und ich hoffe, das ist so, dass das nicht funktioniert. Ne? DLP hat verkündet, eine Woche bis Freitag, kein Beef. Boah, holla holla. Das sind ja schon Allüren. Ich mache mir tatsächlich Sorgen. Wir können uns erinnern, vor nicht ganz 14 Tagen. Nee, wir müssen ja anders anfangen. Wir müssen ja mal ein bisschen weiter zurückgreifen. Also wir haben ja die Konstellation, dass der Hartdunk, also harte Scheiße, mit Kirsche da so ein kleines juristisches Problem hat, nennen wir es mal so. So, und jetzt sind die beiden Schlauberger ja auf die Idee gekommen zu sagen, im Gericht, du kannst mich mal am Arsch lecken, wir regeln das hier selber. Wir machen so eine Art Friedensverhandlung und finden uns total toll. Okay, okay, okay. So, das heißt, the most Kirsche-Hater ist jetzt the most Kirsches best friend geworden. Kann passieren, ne? Keine Eier, ne? Pinguin, Armee, alle Rolle rückwärts, ne? Nicht mehr melden, liken jetzt. Ihr müsst den Dicken mal liken. So. Wir haben aber die Konstellation, dass der Hartdunk mit dem DLP ja konträr laufen. Ne? Der DLP macht den kleinen Moppel immer so ein bisschen platt. Daraufhin hat der Moppel dem DLP eine einstweilige zukommen lassen oder will das hier zukommen lassen. Auf jeden Fall ist er ziemlich handzahm geworden, seit das Ding da im Raum rumschwebt. Und ja, das passt ja irgendwie nicht, ne? Also zwei Leute sind befreundet. Der eine hatet jemand und der andere verteidigt den bis aufs Messer, obwohl er den eigentlich auch scheiße findet. Das ist schon witzig, oder? So. Und dann war ja der DLP, wie gesagt, vor 14 Tagen war der mal irgendwie auf TikTok. Ich meine, das war TikTok. Da haben die ein ganz normales Gespräch unter Männern geführt. Ein sehr informatives, angenehmes Gespräch. Aber es bleibt alles so, wie es war. Sehen wir jetzt. Und jetzt hat der DLP festgestellt, dass Beef scheiße ist. Also ist jetzt entweder Post vom Anwalt da oder die Einstweilige ist da. Also wenn er jetzt festgestellt hat, dass Beef scheiße ist. Nee, komm. Der hört doch. Nein, der hört doch nicht freiwillig auf. Nee. Könnt ihr mir nicht erzählen, Kinder. Hm. Nein. Das glaubt der alte Knacki nicht. Der legt doch nicht seine Einnahmequelle hier auf Eis, wenn er nicht müsste. Nein, im Leben nicht. So, ach, geht ja noch mehr. Dann der andere, der versiffte Plattfuß-Indianer. Da ging ja das Gerücht rum, ja, Anzeige ist natürlich raus, weil wenn man darüber spricht, dass irgendwie er möglicherweise die Wohnung verliert, das ist so eine Schande, dass natürlich selbstverständlich eine Strafanzeige wäre. Na klar, völlig egal, wer das erzählt, völlig egal, ob das stimmt. Ja, wenn man auch sagt, der isst gerne Erdbeeren, sofort Strafanzeige, ne? Der hasst Erdbeeren wie die Pest. Ne? Anzeige, ne? Ei. So, ja. Macht eure Anzeigen, der Staatsanwalt, der stempelt die Dinger so weg und pff, fertig. Das ist ja egal. Anzeige ist raus, ja. Ja, aber es erscheint ja logisch, wenn man Videos über seinen Vermieter macht, wo man sehr abfällig spricht und der Vermieter davon Wind bekommt, dass der natürlich sagt, nö, da haben wir jetzt keinen Bock drauf, hier auf diesen Schrott. Und da pack mal deine 7 Sachen. Und dann raus mit dir, mein Freund.
Ja, so kann es kommen. Vor allem, wir werden ja auch sehen, das ist ja noch das Interessante an der ganzen Geschichte, wir werden ja auch tatsächlich noch erfahren, ob dieses Gerücht wahr ist. Das ist ja noch der interessante Teil an der Sache. Wir werden sehen, ob Häuptling Stinkender Plattfuß vom Stamme der Feigenhyänen mit drei Katzen und einem Hund in die Fabrik einzieht oder in irgendeine Notunterkunft oder wo auch immer der Stamm umgesiedelt wird. Wir werden sehen, ob es ein Gerücht ist, ne? Anzeige ist raus, ist klar, logisch, ne? Die Leute sind aber auch mittlerweile empfindlich geworden. Anzeige ist raus. Für was? Für Scheißdreck, ne? So, unser kleiner Kirschen, der muss ja theoretisch, hat er ja einen Halbtagsjob, Anzeigen schreiben, auf der einen Seite rumbetteln, auf der anderen Seite Anzeigen schreiben. Der hat wahrscheinlich drei so Rechner, wo die Webseite der Online-Wache schon mal so präsent ist. Da braucht er dann nur noch einen Namen eintragen, ne? Das ist immer so Cut and Paste, vielleicht hat er sich Textbausteine gemacht, damit es ein bisschen schneller geht. Man weiß ja nicht, auf was für Ideen der kommt, ne? Seine Grammatik ist jedenfalls scheiße. Das kann man jetzt sagen, auch wenn es wieder eine Anzeige gibt. Wir haben jetzt bei Kirsche allerdings nochmal auch eine andere Geschichte, was mich hier betrifft. Wir haben ihn ja in die weite Welt ziehen lassen, nach 8 Monaten Betreuung in einem 100 Mann starken Betreuerteam, weil er ja nicht willig war, sich an Frieden zu halten. Er war ja der Meinung, dass er hier diese Beef-Aktion wieder braucht. Es war ihm schlicht bei uns zu ruhig. Es geht nicht darum, dass wir dem gesagt haben, dass er bestimmte Sachen tun soll. Denn die Sachen, die er jetzt in letzter Zeit getan hat, sind exakt die Sachen, wo wir immer gesagt haben, mach das. Geh zum Anwalt, mach eine einstweilige Verfügung und dann hört dieser Scheiß auf. Er hat das jetzt ja scheinbar endlich getan. Und naja, ob das jetzt auf unser Mist gewachsen ist oder auf den Mist von anderen Leuten, die ihn da ein bisschen angetrieben haben, das soll mal dahingestellt sein. Wichtig ist das Endergebnis, dass es getan hat. So. Ob er da Prozesskostenhilfe kriegt oder nicht, ist sowieso scheißegal. Aus meiner Sicht kriegt er die nicht, weil er dafür viel zu viel Umsatz hat. Der muss übrigens auch ein bisschen aufpassen. Dieses Geld in der Gegend rumschieberei über Fremde und Freundinnen, das könnte Ärger geben. Das könnte Strafanzeige geben. Dann kommen die vorbei und holen die ganze EDV ab. Auch das Mikrofon. Das nehmen die alles mit und dann wird das versteigert. Das finden die nicht gut. Der hat ja eine Firma, ne? Ja. Kirsch hat kein Gewerbe. Nein, er hat eine Firma. Er ist High-End-Beef-Produzent. Das ist TikToker. Was machen Sie beruflich? TikTok. Was mir aufgefallen ist, nach diesem Gespräch auf TikTok mit DLP, seitdem wird DLP immer mehr zur Vaterfigur und zum Kuschelbär, was Kirsche betrifft. Achtet mal darauf. Also im Prinzip, egal was der erzählt hat, nein, es wird niemals Frieden geben, bla, nein, bla, bla, bla. Schaut euch das aktuelle Endergebnis an. Es könnte möglich sein, dass Hart Dunk auf seinen Freund Einfluss genommen hat, DLP, und hat gesagt: Mann, ich komme mit dem klar. Da ist auch noch das Gerücht von irgendwie 400 €, aber ist egal. Andere Geschichte: Anzeige ist raus. Nicht vergessen: Anzeige ist raus. Und Anzeige ist raus. Und Anzeige ist raus. Ist der Sprung in der Platte. Anzeige ist raus. Das nehme ich jetzt als Pausenfüller. Wenn du nicht mehr weiter weißt, Anzeige ist raus. Ist auf jeden Fall besser wie Anzeige ist raus. Der wird immer kuscheliger. So, das heißt, der eine nimmt Einfluss auf den anderen und sagt: Mann, hör doch mal auf, und jetzt, das nervt auch ein bisschen und es ist auch schon so viel, du hast auch schon so viel gemacht und denk mal dran, du, jetzt kriegst du eine Einstweilige, ne? Das gibt ja auch Ärger. Und dann beschließt er einfach eine Woche kein Beef. Das ist so ähnlich wie so ein Drogensüchtiger, der jetzt sagt: Oh, ab heute nehme ich nichts mehr. Ganz cool. Ich meine, das spricht sich die ersten 5 Minuten ziemlich easy. Mal gespannt, wie die Woche wird. Ich weiß nicht, ich habe da so. Mein Magen sagt, also mein Bauchgefühl sagt, das ist wieder so eine krumme Nummer. Die verarschen uns ja schon wieder. Wir sind alle Opfer eines riesengroßen Plans. Da gibt es einen Plan, den wir alle gar nicht verstehen. Aber irgendwas ist hier nicht sauber an der Nummer. Das weiß ich auf jeden Fall schon mal, auch ohne den Plan zu kennen.
ich hatte dann verschiedene Sachen diese Woche hier gemacht, unter anderem auch diesen Dovdas, diese, weiß nicht, ob das ein Russe oder Pole ist, dieser Gitarrenspieler, der ist noch auf dem Kanal hier. Es ist ja erstaunlich, dass musikalische Menschen, also Menschen, die etwas können, tatsächlich können, also mehr wie fressen, Cola saufen, sich mit einem Solarium zur Wunde zu richten, dass Menschen also tatsächlich in der Lage sind, coolen Kram zu machen. Geht mal auf den Kanal und lasst mal ein Abo da, der ist wirklich mega. Und vor allen Dingen zappt man die alten Sachen durch, nicht das neue Zeug. Der sieht jetzt auch so ein bisschen aus wie, was weiß ich hier, einer von König der Löwen hier mit seiner Mähne und so. Der wird auch so ein bisschen zum Medienstar. Aber die alten Sachen, die er da gemacht hat, hammert. Also der hat richtig was drauf. Standalone, Singer und Musiker. Der steht da komplett alleine auf der Straße, macht sich den kompletten Sound mal eben schnell selber und singt da noch und spielt noch Gitarre, dass dir die Ohren wegfliegen. Also hammerhart. Da kann sich unser kleiner Schokobärchvernichter mal ein Beispiel dran nehmen. Der hängt ja in den 40er und 50er noch fest. Ich weiß nicht. Das scheint aber auch dem Bildungsstatus so ein bisschen zu entsprechen, 40er, 50er. Ne? Er ist ein sehr merkwürdiger, extrovertierter Typ. Jetzt müsste man eigentlich wieder diesen Brückenschlag zu seiner Pseudo-Abartigkeit schlagen. Ja, ich will das jetzt mal nicht so dolle treiben. Anzeige ist raus, ich weiß. Der Magen meldet sich. So. Ich hatte Blondie ist gestern hier vorbeigelatscht. Ich sag, guck dir das mal kurz an. Ich habe dir das Fressvideo gezeigt, wo er da als Kleinkind verkleidet, angeblich eine Wette, Essen in sich reinschaufelt und komische Geräusche macht. Und danach habe ich ihr das Video gezeigt mit der Mickey Maus, wo er an der Stange tanzt. Und habe ihr mal so die Eckdaten erklärt. Brust fassen, Küsse geben. Die ist aber auch schon gut gebaut. Fotos machen von schlafenden Jugendlichen. Und die hat gesagt, ja, das ist doch eindeutig. Das ist die Vorstufe von was ganz Irrem, was da kommt. Tickende Zeitbombe, hat sie gesagt. Tickende Zeitbombe. So empfinden das die allermeisten Menschen, die ihn jetzt nicht persönlich kennen. Die einfach sagen, so, ich schaue mir das an, was er tut. Und dann kriegen die Magenschmerzen, so wie ich, so, und sagen, tickende Zeitbombe, das ist irre, das gibt Katastrophe irgendwann, ist einfach nur eine Frage der Zeit. Ja, das Volkes Meinung, ne? Dass ihm das nicht schmeckt, das ist mir schon sonnenklar. Das Thema selber ist ja auch ein Reizthema, da müssen wir ja schon auch Butter bei die Fische. Ob es eine Vorverurteilung ist? Nein. Also aus meiner Sicht ist es keine. Die Verurteilung, die findet ja im Kopf der Betrachter statt. So. Wenn jemand das schaut, warum auch immer, bildet er sich automatisch eine Meinung. Es gibt auch für Kirche kein Recht, dass er sagt, ich fokussiere alles, was negativ ist, auf einen bestimmten Punkt, nämlich auf mich hier selber, und ich selber erzähle, ob das richtig oder falsch ist. Also er hätte natürlich gerne die Kontrolle über die Meinung aller Menschen, indem er sagt, ich will nicht, dass andere darüber reden. Ja, ist schon klar, ist ja auch unangenehm, ne? Das ist auch richtig, was er da fordert. Das ist absolut in Ordnung. Du müsstest halt nur in Nordkorea wohnen, da ist das üblich. Aber hier in einer Demokratie ist es halt so, dass die Menschen sich da durchaus auch üblich ihre Meinung bilden dürfen und auch über Sachen reden dürfen, die einzelnen Personen halt nicht gefallen. Und wenn man schaut, ich will es jetzt ja nicht pervers oder abartig nennen,
Ich will es auffällig nennen. Ich habe es die ganze Zeit auffällig genannt. Und da bleibe ich auch bei. Da kann der im Quadrat hüpfen, was übrigens seiner Figur echt mal gut tun würde, ein bisschen Sport. Ich bleibe dabei. Der Mann ist sehr auffällig in seiner sehr schlecht ausgeprägten Sozialkompetenz und mit seiner sehr stark ausgeprägten Libido, wo er nicht weiß, wo er mit dem Stöpsel hin soll. Das ist meine Meinung. Man kann sich das jeden Tag anschauen, wie der Umgang mit fremden Menschen ist. Es ist immer fast immer die erotische Komponente mit dazwischen. Dem ist das ja auch egal, ob du groß bist, klein bist, Kind bist, Junge bist, Mädchen bist, Mann bist, Frau bist. Dem ist ja im Grunde erstmal alles egal, ob so einer spielt mit ihm. Wohin auch immer dieses Spiel führen wird. Ich habe jetzt übrigens noch ein, ihr müsst jetzt ganz, ganz tapfer sein. Ihr müsst jetzt habe ich hier Premium-Bonbon für meine Community, für meine Fans. Ich habe hier wieder Raucheffekte, hier ist alles für euch. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, für euch das Beste hier aus mir selber rauszupressen. Und das bedeutet, für euch habe ich Kohle ausgegeben. Volle Rohr. Und ich zeige euch jetzt gleich, wofür. Ihr legt euch hin. Ich muss aber erstmal kurz an der Zigarette schnüffeln. Weil ich mich in meinem Leben konsequent nur an den Besten orientiere. Und deswegen habe ich mir die Original-DLP-Gedächtnisbürste gekauft. Da kann ich auch jetzt immer schön machen, weißt du, so. Na, mach mal runter. So. Die DLP-Gedächtnisbürste. Für einen ganzen Euro. Da ist das gute Stück. Ich finde das so sympathisch. Morgens aufstehen, Sendung geht gerade los. Also, ich stehe morgens auf. Ich bin auch ein Spätzünder. Beim Aufstehen muss ich ja tatsächlich sagen, weil ich auch sehr spät meistens ins Bett gehe. Das wird also 5 Uhr, 6 Uhr. Und wenn ich dann so gegen 9, 10, 11 die müden Knochen erhebe vom Nachtlager, dann sehe ich ziemlich vermatscht aus. Also so ähnlich wie jetzt, nur noch ein bisschen schlimmer. Und ich brauche dann auf jeden Fall 2 Kaffee, bis die Pillen drin sind, bis du zur Toilette warst. Gesicht gewaschen hat üblich. Na, bei ihm scheint das so zu sein. Der ist wahrscheinlich am Schreibtisch direkt eingepennt. So ist morgens wach, zup, erstmal senden. Puff. Die erste Amtshandlung ist immer. Die zweite ist immer Cam. Ja, und dann irgendeiner muss ihm Kaffee reichen. Ne? Also der ist komplett super vorbereitet auf das, was er da tut. Komplett. Für euch gibt er alles. Ohne Scheiß. Und ich stelle mir das gerade so vor. Vielleicht macht er jetzt eine Beefpause, weil er festgestellt hat, dass er süchtig ist. Ne? Ich bin süchtig nach mir selber. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, mit den Leuten hier nicht stimmt. Ich bin süchtig. DLP. Intravenös. Jawohl. Machen Sie mal einen Arm frei. Ja, normalerweise, wenn ich TikToker wäre, hätte ich jetzt laufen lassen. DLP ist ja auch so ein bisschen platt im Moment. Der macht ja jetzt sogar Schlafvideos, um seinen nächsten Level zu bekommen. Machen mal viele. Machen auch viele auf Twitch. Da kannst du dann irgendwelchen Leuten 8 Stunden beim Schlafen zu gucken, weil sie den Leuten nichts mehr zu erzählen haben. Also irgendwann ist ja alles ausgepowert. Und ich bin ja erklärter Gegner von Klein Klein. Kirsche hat so komisch geguckt, Kirsche hat so komisch geatmet, Kirsche hat dies, jenes, Kirsche hat einen Fleck am Arsch. So, das ist nicht meine Baustelle, nicht meine Themenwelt. Pff, der kann sich beklickern mit, was weiß ich, mit Mayo und Nutella einschmieren. Ist mir egal, ich gucke mir diesen Kernschrott nicht an, weil ich den Typen einfach mittlerweile sehr, sehr abartig finde. Wo man aufpassen muss.
und wo man sich auch selber nicht entziehen kann. Das ist, dass er einen ständig immer thematisiert. So, da keule ich natürlich zurück, da gibt es hier kein Erbarmen. Dabei werde ich auch bleiben, ob dem das gefällt oder nicht. Und ich hoffe, dass ihm das nicht gefällt. Ja, ich finde es gut, oder? Ich finde es gut. Ich finde ihn scheiße, aber ich finde es gut, dass er scheiße ist, ne? Ich habe viele, viele Dialoge gehabt, viele Unterhaltungen. Da ging es darum, nochmal um diese Vorverurteilungsgeschichten. Die Vorverurteilung, wenn es überhaupt eine gibt, findet immer im Kopf des Betrachters statt. Aber die Vorverurteilung ist ja auch ein ganz normaler Impuls. Du gehst nach Netto, da siehst du, die wollen jetzt für 2,5 Kilo Kartoffeln 5,99 Euro haben. Dann sagst du, die können sich mal ficken und ihren Scheiß alleine fressen. Das ist ja Aktion, Reaktion. Und die schlimmste Konsequenz ist, dass du eben sagst, ich gehe jetzt dann halt nach Aldi statt nach Netto. So, es ist auch eine Form der Verurteilung eines bestimmten Verhaltens. Und ob jemand anderen vorverurteilt oder nur verurteilt oder nur Scheiße findet, ist im Endergebnis egal, solange es eine Reaktion gibt. Die Reaktion finde ich enorm wichtig. Er bewegt sich mit aus meiner Sicht doch sehr merkwürdigen, erotischen Avancen inmitten normaler Menschen und kommt immer wieder mit dieser Freundnummer um die Ecke. Er kommt immer wieder, ist hier jemand, der mich lieben kann. Er versucht immer diesen sympathischen, empathischen Menschen zu spielen, aber er versucht es eben nur zu spielen. Er ist es eben nicht. Er ist ein kleiner, egomanischer, egoistischer, bipolar gestörter Eigenbrötler, Misanthrop. Also wenn es genug zu fressen gäbe und er genug Knete auf dem Konto hätte, würde er sich den ganzen Tag irgendwelchen Kram in den Hals schieben und seine 8000 DVDs gucken. So, damit wäre er wahrscheinlich schon zufrieden. Aber da es eben nicht so ist, hat er so als Methode entdeckt, ich kann mich zwischen den normalen Menschen bewegen und die reagieren immer normal auf mich. Das heißt, der eine, der macht etwas Abnormales und die Reaktion ist immer dieselbe, dass der normale, normal tickende sagt, was machst du? Und das ist die Aufmerksamkeit, die er immer braucht. Und damit arbeitet er, das ist sein Spiel, das ist sein Game. Ob es nur ein Spiel ist, anderen Leuten moralisch immer wieder den Kompass zu verstellen oder mit ganz extremen Sachen um die Ecke zu kommen, das tatsächlich nur ein Spiel ist, das werden wir mal alles tages rausbekommen. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir da noch irgendetwas mal irgendwann lesen werden oder irgendwas im Fernsehen sehen werden. Oder auf jeden Fall werden wir, ich habe das Gefühl, wir werden davon noch hören. Es gibt immer Gerüchte. Ich komme nochmal mit der Nummer. Ich habe ja die Frage gestellt. Es gab ja das Gerücht, dass bei ihm in Sachen Scheidung irgendwo ein 15- oder 16-Jähriger und die Küche eine Rolle gespielt haben könnte. Ja, natürlich fragt man danach, warum sollte ich denn da nicht nachfragen? Ich weiß ja nicht, was ihr gerade wieder denkt. Aber das kann ja auch sein, dass die nur Kuchen gebacken haben zusammen. Was ist Küche? 15, 16, Nachbar, was weiß ich, wo der. DLP sagt auf der einen Seite was Richtiges. Ich sage das übrigens auch immer wieder. Wenn du etwas nicht getan hast, gibt es keinen einzigen Grund, das ständig zu rechtfertigen. Wenn du aber ein schlechtes Gewissen hast, versuchst du ständig den Leuten immer eine andere Version zu erzählen. Immer wieder was Neues und Neues und wieder was Neues und Neues und noch eine Erklärung, noch eine Erklärung. Dann kommen halt diese Aggressionsstufen dazwischen. Und das ist ja auch eine Lieblingsausdrucksweise von unserem bipolar gestörten Schokovernichter. Dass immer, wenn er seinen Willen gerade akut nicht bekommen kann, dass der sofort dreht. Der dreht sofort auf Angriff. Das ist das Verhalten von einem Kleinkind. Gut, klein ist er, 46. Ich weiß nicht, auf welcher Entwicklungsstufe der stehen geblieben ist. Auf jeden Fall müsste man da mal ein bisschen was nachprogrammieren. Das ist nicht gut, was da läuft. Darf man so sein wie er? Ja, klar. Der rennt da mit ein paar Fummeln in der Gegend rum, wo du einfach sagst, komm, das gehört doch wieder in Altkleidercontainer, bring das wieder zurück.
Kunstfigur, irgend so eine Frisur, aufgeplatzte Sofaecke, ein Pfiffi, der irgendwie, keine Ahnung, noch nie gekämpft wurde, auf dem Schädel. Und dann eine Tapete an und eine Gesamterbietung wie, was weiß ich, Tante Uschi 72 auf dem Weg zur Beerdigung von Onkel Jupp. So, also so, ja, so versucht er Comedy zu machen oder irgendwas darzustellen, was auch immer das sein mag. Aber das hat doch nichts Fröhliches. Das ist doch nichts. Hier dieser andere, hier dieser Hochhaustester, der ist doch genauso beknackt. Ich habe jetzt ein Bild von dem gesehen übrigens, muss ich euch erzählen. Da sitzt er mit einem zusammen, also auf dem Bild. Das fand ich total sympathisch. Ich weiß gar nicht, kann man das einblenden? Gott sei Dank nicht. Ilians S. Vor 21 Stunden. Und zwar ist der Beitrag vom 10.12.22. Wir möchten es euch jetzt wissen lassen. Ich liebe dich. Du bist meine Liebe. Du bist meine Stärke. Warte mal, auf TikTok oder ein Rost. Du bist meine Liebe an meine Seite. An meine Seite, meiner Seite, egal, Hauptsache eine Seite. Jetzt ist im Vordergrund auch schon wieder so ein unsympathischer Typ, der sich scheinbar selber geil findet. Und dahinter steht einer, der sieht so vom Mund so ein bisschen aus wie Joker. Das ist komisch. Joker. Und der hat Augenbrauen, Alter, volles Rohr. Und eine Frisur mit der hat wahrscheinlich auch einen Dyson, ne? Ich weiß nicht. Kann mir da einer mal einen Status geben? Weiß da einer, was aus der Beziehung geworden ist? Ist das noch akut? Wann wird geheiratet? Muss man gratulieren? Was ist da los? Was stimmt da nicht? Offiziell, ich liebe dich. Ja, von mir aus. Also nicht mich. Das Hilde. Gerd. Also Hilde heißt die Tante und Gerd ist das Haarspray nicht. Also nicht, dass noch einer auf die Idee kommt und sagt, der Knacksack hier. Ne? Hildegard. Man sagt immer Hildegard nachher, weil man Zeit sparen will. Du müsstest ja eigentlich sagen Hilde. Gart, aber geht ja schneller, Hildegard. Oh Mann, Alter. Ja, ich muss die komplette Woche jetzt einmal runterreißen. Dann waren ja AL, Ananas die Adlige, Bashing, es tauchten hunderte Frauen auf, hunderte Huls. Eine riesen Shitstormwelle schob sich über Deutschland. Und dann dran vorbei. Da passierte nichts. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, 5, 6 kreischende Weiber, die mit AL noch was offen hatten, hatten jetzt einmal ihr Herz ein bisschen ausgeschüttet, hatten ein paar Reacts gemacht. Ich wurde da auch bedacht, mehrfach. Und habe dann auch, glaube ich, 2 oder 3 Mal reagiert. Und habe dann aber auch gesagt, jetzt ist mal gut. Ich kann mit euch nichts anfangen und ich will mit euch auch nichts anfangen. Und dann ist für mich jetzt hier auch Schicht. Und scheinbar hat sich die Welle auch so ein bisschen gelegt. Das ist auch gut so. Das sind alte Sachen. Kinder, was ist los? Was habt ihr alle für einen beschissenen Charakter? AL ist ein bisschen komisch, aber sie sagt doch was total Richtiges. Wenn ich doch so scheiße bin, warum geht ihr nicht weg? Wenn ich doch so kacke bin, warum wart ihr dann überhaupt da? Wenn ich doch so scheiße bin, aber immer noch hier bin, aber ihr seid alle weg. Könnt ihr da doch vielleicht an euch gelegen haben. Verstehst du, das ist doch völlig in Ordnung, ist doch legitim, auch so zu denken, zu sagen, hey, Moment. Immer zwei Seiten. Na, es gibt nicht nur die eine Seite, die recht hat. Und das, was da diskutiert wird, interessiert kein Schwein. Das ist irgend so eine Privatkacke, irgend so ein Weibermüll, wo man sagt, Alter, wollt ihr da echt weiter Strom verbrauchen, um irgendwelche komischen Dinger da rein zu quatschen? Die eine oder andere, die hörte sich ja an, als wenn die, was weiß ich, intravenös noch Schlaftabletten sich reingepumpt hat. Du kannst nicht zuhören, das macht alles keinen Sinn.
Und am Ende ist die Frage immer bei dieser ganzen Vorwurfsarie, ja, was willst du jetzt genau? Was soll die denn jetzt machen, die Lehmann? Soll die sich das Leben nehmen? Soll die sich bei irgendwelchen Leuten entschuldigen? Soll die ein Buch schreiben? Was ist der Sinn? Also, ihr werft euch irgendwas vor, aber was ist der Sinn? Was ist die Forderung? Wie kriege ich das Problem weg? Was muss ich tun, damit das Problem weg ist? Was könntet ihr tun, damit das Problem weg ist? Und da kommt ja nichts, außer dieses, die war auch zu mir so schäbig. Ja, guckt doch mal in den Spiegel, was ihr da alles so abgesabbert habt und was ihr so alles schreibt. Ihr seid doch Minimum kein Deut besser. Minimum nicht. Meine, die haben sich ja alle nicht mit rumbekleckert. Ich ja auch nicht immer. Aber das ist doch nicht zielführend, was hier passiert. Das ist doch einfach nur Kinderkram. Das ist doch einfach nur so verletzte Eitelkeit. Ne, der hätte doof geguckt. Ja, lass es doch gucken, scheißegal. Mein Gott. So, ich muss jetzt erstmal hier ein Schlückchen Käffchen nehmen. Bevor ich wieder Hals kriege, ne? Also einer meiner Lieblingswitze. Ich hab hier eine Dame, die mal meine Videos guckt. Der hat man den Kehlkopf rausgenommen. Schöne Grüße, gute Erholung. Ich mache jetzt aber den Witz trotzdem, ne? Also ich kenne da ja keine Gnade. Zu meiner Zeit, als ich jung war, gab es das auch immer. Und dann hatten die, also gerade ganz, ganz viele Männer, die hatten dann hier so einen Sprachteil da oben am Kehlkopf, weil sie halt Stimmen da Kehlkopf rausgenommen haben. Irgendwie rauchen fertig, also war damals so 70er, 80er hat man da ziemlich oft gesehen. Auch sogar in die 90er noch. Und da gab es dann immer diesen Witz, also wenn die so an der Kasse standen. Haben sie keine Rehwahl ohne. So, also gerade rausgenommen, aber direkt mal erstmal nach Feuerfrage. Haben sie keine Rehwahl ohne. Was gab es denn da noch? Boah, da gab es ja so richtig üble Zigarettenmarken. Dann nehme ich zwei Rothändler. Boah, die Dinger, die haben richtig geknallt. Zwei Tage in der Sonne legen, konntest du die als Nägel benutzen, ne? So viel Teer war da drin, da konntest du einen halben Dach mit decken. Darf man Witz über so was machen? Ja, ist klar, darf man das. Ja, warum denn nicht? Das ist dasselbe, auch nochmal ein leidiges Thema. Tod und Trauer. Sternenkinder. Oh, auch wieder Reizthema. Jetzt, da kriege ich bestimmt wieder ordentlich wieder aufs Maul für. Ne? Bei allem Elend, was die einzelne Familie tragen muss, bei allem Elend und bei aller Trauer, die jemand hat. Leute, wir sind doch hier keine Tiere. Und das ist eine Schweinerei, uns immer zu unterstellen. Auch wenn wir da vielleicht ein bisschen robuster rangehen an diese ganze Geschichte, wie ihr das gerne haben möchtet. Aber Tod gehört nun mal zum Leben. Und es ist immer der Teil, der einen privat betrifft. Ich habe da keinen Bezug zu. Also wenn jetzt irgendwo in Afrika gerade ein kleines Kind stirbt, ja, das ist natürlich scheiße. Natürlich scheiße. Aber ich sitze ja gerade an meinem PC vor einer, was weiß ich hier, Evas 3000 Euro Ausstattung. Und mich hat das ja nicht gekratzt. Weder jetzt, noch gestern, noch vorgestern, noch letzte Woche. Ich hätte es ja verhindern können. Und bei euch ist es nicht anders. Und genau nach dem gleichen Gusto und Maßstab muss man das auch mit allen anderen deutschen Menschen sehen. Das gehört nun mal dazu, das kann jedem passieren, dass man ein Sternkind hat oder ein Kind verliert oder sonst etwas. Da macht man auch keine Witze drüber. Das habe ich auch nie getan. Nichts läge mir entfernter, wie über dieses Thema Witze zu machen. Ich lasse mich aber auf der anderen Seite von jemand, der dieses Schicksal erleidet hat und jemand verloren hat, aber auch nicht an den Marterpfahl nageln, dass ich ein schlechter Mensch bin, nur weil ich das thematisiere, nachdem ihr das selber thematisiert habt und als Waffe benutzt. Das ist etwas, was ich mir nicht gefallen lasse. Da gehe ich dann auch an Reizthemen ran, auch wenn ihr am Kotzen seid. Das ist dann halt so. Ich habe meinen Bruder mit 39 verloren, meine große Schwester mit 39 verloren. Bruder ist an seiner Kotze erstickt nach einem Hirnschlag. Meine Schwester hat Brustkrebs gehabt, ist 39 auch gestorben. Ich habe keinen einzigen Verwandten mehr schon seit 15 Jahren, der älter ist wie ich. Es gibt keinen, nix, keinen Onkel, keinen Tanten, nix. Ich habe so viel Streuselkuchen gefressen, mir braucht keiner erzählen, wie das ist. Und wir sind selber die nächste Generation. Eva, ich sind die Nächsten, die gehen werden. So einfach ist das. Leben vorbei, TÜV abgelaufen, tschüss. Und
Genau wie bei allen anderen wird da nach einem halben Jahr kein Hahn mehr nach Krähen. Das ist halt so. Und das hat nichts damit zu tun, dass man empathielos ist, sondern das ist einfach der Lauf der Dinge. Ja, so sieht das aus. Es wird immer versucht, diese Moralkeule zu schwingen. Ja, kann man natürlich tun. Ich habe DLP mehrfach kritisiert. Kirsch hat das ja auch in seiner komischen letzten Hilfe SOS Hetzbotschaft an DLP versucht wieder zu thematisieren. Er willst, hast du Angst vor dem? Warum tust du nichts gegen den? Er sucht jetzt also gerade Verbündete. Jetzt soll DLP mich hier irgendwie verklagen. Das wird er natürlich nicht tun, weil der schmeißt hier kein gutes Geld schlechten hinterher. Der ist ja nie bekloppt. Aber Kirsche versuchte, den gleich zu triggern, so nach dem Motto, denk mal dran, was der mit deinen Kindern gemacht hat. Ja, gar nichts habe ich mit den Kindern gemacht. Was war denn der Scheiß? Nix, null. Ich habe ihn nur darauf hingewiesen, dass ich das ungewöhnlich finde, dass jemand, der sagt, Kinder im Netz müssen geschützt werden, seine eigenen da präsentiert. Das ist doch der Zwiespalt. Das ist doch wohl zulässig. Und dass ihm das nicht gefällt, ja, ist doch dann optimal. Das ist derselbe Zwang, der auf Kirsche wirkt. Die Meinung der Masse wirkt auch auf den DLP. Die Meinung der Masse, nicht nur meine. Die Meinung der Masse. Die Masse findet das scheiße. Die Masse findet das auch scheiße, dass was mit Arnes Tochter mit dem Bild passiert ist. Das finde ich genauso scheiße. Aber der Freund vom Hart Dunk, der DLP, hat kein einziges Wort darüber verloren bis jetzt. Kein verschissenes, eines Wort, nichts. Der hat nicht gesagt, finde ich scheiße, soll man bleiben lassen. Nein, das ist sein Kumpel. Und wenn sein Kumpel das macht, ist das in Ordnung. Das ist dasselbe wie Häuptling stinkender Plattfuß, wenn der sagt, ich möchte, oder wenn ich die Gelegenheit habe, AL mit der Faust ins Gesicht schlagen, wenn der seine Gewaltfantasie wieder auslebt, kommt kein einziges Wort vom Herrn DLP, der sagt, das finde ich scheiße. Der gleiche DLP sagt aber, Gewalt ist doof. Da mache ich nicht mit, da muss ich mich distanzieren. Ist exakt dasselbe. Der meint aber alle anderen, nicht sich und seine Kumpels. Die dürfen das. Das ist der kleine feine Unterschied. Siehst du, da ist dieser kleine moralische Zwiespalt, wo ich immer gerne mit dem Finger rumpopel. Das ist also, ja. 42 Minuten ist das hübsche Video schon. Ich schwitze mir einen ab. Ich muss ja immer Fenster zumachen. Ich habe dann meinen Knacki Deluxe Kanal auf YouTube, den anderen. Ich habe ja aktuell zwei am Laufen. Ich habe ja noch viel mehr, aber ich weiß gar nicht, was ich da bei den anderen das hole. Also diesen normalen Knacki Deluxe, den habe ich jetzt umgenannt in Knacki Deluxe Drohnen, Test und Technik-Kanal. Da haue ich diesen ganzen Technik-Scheiß jetzt rein, dass wir auf der Drachenlady ein bisschen beim Thema bleiben, weil das verliert sich so zwischendrin mal. Ich habe ja auch so kreative Phasen, weißt du so. Ich wollte ja hier mit dem Penis Bilder malen und solche Sachen. Und ja, ich habe noch nicht genug Viagra. Ich habe nicht genug Viagra im Haus. Ich kann den Pinsel so schlecht halten. Und ja, unterstützt mich. Es ist, glaube ich, aber von der Logik kein schlechter Schritt, einfach zu sagen, so dieses ganze Technik-Gerumpel, Blimbambum, Reifenwechsel am Rollator oder sowas, ne? Das muss jetzt hier nicht unbedingt hier bei den ganzen anderen Kram hier dazwischen sein. Und ja, deswegen habe ich das gemacht. Ja, das gibt wieder Lefka. Ich bin im Grunde bin ich durch. Es gäbe noch viel Kleinscheiß zu erzählen, aber ich habe da auch keinen Bock drauf. Im Moment ist so. So wie ist es eigentlich ganz gut. Das Wetter zieht gerade wieder zusammen. Hier gibt es gleich nochmal eine Stunde zwei Regen. Dann haben sie gesagt, laut Wetterdienst wird schick. So werde ich mich auf den Roller schwingen. Ich muss mal wieder zum Friedhof. Evas Mann, ein bisschen Unkraut zuppeln. Dann gehe ich nochmal eine Stunde irgendwo fliegen. Ja, ist der Sonntag auch schon wieder gelaufen. Oder dann gibt es Hähnchen. Angebot, was ist das hier? 1,5 Kilo, 5,99 € bei Netto. Ja, die haben jetzt übrigens zu, brauchst nicht hinfahren. Also Sonntag bleibt geschmeidig. Müsst ihr gucken, ob Motor noch was da ist. Ne? Gibt es schön mit selbstgemachten Pommes. Also nicht selbst die Tüte aufgemacht, sondern selber machen. Selber machen. Und
Ja, ist ein bisschen mehr Arbeit, aber es lohnt sich immer vom Essen. Da könnte jeder Hausfrau ja heulen, ne? Du brauchst eine Stunde fürs Essen und die sind 5 Minuten verdrückt, ne? Naja, was soll's. So, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, das übliche, bliblablub. Ich habe noch ein schickes neues Intro gebastelt. Ich habe ja so ein bisschen kreative Phase im Moment. Ich weiß nicht, ob ich euch da mal vorspielen kann. Ich weiß nicht, ob das hier kommt. Sekunde. Jo, Tatsache, geht. Ich habe nur keinen Ton. Ich muss mal kurz gucken, wo der Ton ist. Ja, Mensch, Dummerchen, ne? Ich Dummerchen. Ich muss auch einen Ton hochschieben. Intro neu. Time. Shalom Aleikum. Werdet ihr aber sehen, wenn wir mal wieder live gehen. Ich weiß nur noch nicht wann. Also von der Lust und Laune, keine Ahnung, vielleicht kriegen wir es heute Abend hin. Samstag hat leider die Telekom-Leitung hier so dämlich rumgespackt. Alter, wir haben Connect, Disconnect, Connect, Disconnect. Ja. Immer wenn es regnet, säuft hier irgend so eine Kiste da draußen ab und dann haben wir hier Theater in der Bude. Ist halt so. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, sagt den Nachbarn Bescheid, ich bin wieder da. Fertig. Tschüss, mit Lüß, bis nachher. Ich lade das jetzt hoch. Was soll man dazu sagen?